Um mit dem Scharfschützen von Level 13 auf Level 14 zu kommen, müssen wir auf dem Testgelände auf Golem Island dreimal drei Kopfschüsse mit drei Kugeln ausführen. Bei den Raketensilo-Ruinen auf Golem Island 12 Kopfschüsse erzielen ohne zu sterben und zweimal drei Kopfschüsse innerhalb von 6 Sekunden vollführen. Ja, so, wir sind hier am Testgelände. Und dann machen wir direkt die erste Aufgabe. Ich hoffe, ich lande jetzt nicht auf einer Mine. Das wäre echt doof. Ich habe übrigens immer noch die 416 Scout ausgerüstet. Wir werden hier draußen sicher nichts finden. Ich mache einen Scan der Umgebung. Damit sind wir Ihnen einen Schritt voraus. Oh wow, guck mal. Keine besonderen. Gut aufpassen. Es sind eine Menge Feinde. Ah, shit. Gegen Besuch! Das. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die restlichen Gegner sind. Die laufen da irgendwo rum. Kein Kontakt hier. Schaut mal nach, nur zur Sicherheit. Einmal drei Kopfschüsse innerhalb von 3 Sekunden wäre nett. Innerhalb von 6 Sekunden, Entschuldigung. Keine Überraschungen mehr. Es sind allerdings nicht mehr genügend Gegner so in der Nähe. Kriege ich den von hier aus? Nee, ne? Verdammt! Eins. Jetzt läuft der weg. Na toll. Der andere da auch. Toll. Scheiße, was war denn? Ihre Alarmbereitschaft lässt nach. Die denken, dass wir weg sind. Naja. Gut, okay, auf jeden Fall haben wir zumindest die erste Herausforderung. Die Raketensilo-Ruinen, die sind quasi direkt nebendran. Da fahren wir dort sofort hin. Na, guck mal, da haben wir noch... Da können wir gerade die letzte Herausforderung noch machen. Ich habe so das Gefühl, es wird ein kurzes Video, das hier. Aber vielleicht sollte ich den Tag auch nicht vor dem Abend loben. Ich hätte nichts sagen sollen. Egal, komm. Fahren wir weiter. Ich habe halt auch von der 416 Scout, ich habe halt den Bullet-Drop noch nicht so drin. Keine Ahnung, wie der mit dem genau aussieht. Aber vielleicht sollte ich auch einfach nicht so voreilig schießen. Das hat mir ja schon des Öfteren das Leben gekostet. Kein Kontakt hier. Verstanden. Habe nichts zu verlieren. So, das war die dritte Herausforderung. Wo sind wir denn hier? Wir sind fast da. Fast da. Also ich lasse die KI-Kameraden hier wieder ein bisschen rumbeamen, aber es geht hier jetzt ja, upsala, nicht vorrangig um die Immersion. Hab auch immer noch Voice Attack nicht eingerichtet hier auf dem Laptop. Sind die Ruinen. Was müssen wir da tun? 12 Kopfschüsse ohne zu sterben. Ach komm, das kriegen wir hin. Hätte ich zwar an und für sich lieber gemacht mit der Tech 50. Es müssen Kopfschüsse sein. Schade. Haben wir hier einen Biwak in der Nähe? Ja. Rüste ich mir doch meine geliebte Tech 50 wieder aus. Was soll der Geiz? Warum auch nicht? Warum auch nicht?
Ach ja. Also ich weiß nicht, Breakpoint oder generell auch Ghost Recon Wildlands oder auch das erste Ghost Recon, oh Gott, ich liebe die ACR-Bahn, oder generell die ACR. Also Ghost Recon spielen ist wie zu Hause ankommen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, aber was ist denn so dein Spiel, bei dem du sagst, ja, wenn ich das spiele, das ist wie zu Hause ankommen? Würde mich mal interessieren. Bei mir ist, wie gesagt, im Grunde die ganze Ghost Recon-Reihe. Zum Teil tatsächlich auch Minecraft. Aber ja, Ghost Recon, über Ghost Recon geht nichts. Wo ist sie? Ich finde meine Tech 50 nicht. Da ist sie doch. Der Bug wird hier auch nicht mehr gefixt, dass das immer als neu angezeigt wird. Aber was soll's. Ach komm, lassen wir die Uhrzeit, lassen wir. So. Fahren wir mal direkt da hoch. Uiuiui, eieiei, eigentlich wollte ich da durchfahren, nicht wieder zurückdrehen, umdrehen, zurückfahren. Das kommt, kommt wohl davon, wenn man so kleine Strecken fährt, anstatt zu laufen. So, Schalldämpfer ist drauf, wunderbar. Ich schätze mal die Lage an. Eins, zwei. Drei. Unterirdisch sind ein paar. So, wir haben drei und wir sind nicht tot. Sich wiederbeleben zu lassen zählt ja nicht als tot, ne? Hoffe ich zumindest. Da ist keiner drin. Hallo, hallo? Keiner da? Nein. Kanada in Kanada. Ich weiß, dass dort drüben ein paar Leute sind. Darf ich Fehlschüsse haben? Ja. Auch nur nicht sterben. Nur nicht sterben, das sollte eigentlich kein allzu großes Problem darstellen. 12 ist allerdings viel für so ein ja, vergleichsweise kleines, beziehungsweise von der von Gegnern dünn besiedeltes Gebiet. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Jetzt wissen wir, was uns erwartet. Oh, hi. Nein! Haltkontakt auf dem Scan! Schön. Kampfdrohne aktiviert! Zeig mal, was du kannst! Mehr Feuerkraft, Fixit! Alter, sind da viele Gegner unten. Unterirdisch. Okay, ist vielleicht doch nicht so dünn besiedelt, wie ich gehofft hatte. Da hinten. Was macht er? Wo zieht der denn hin? Ich will da zu dem Eingangsgebiet. Da. So. Ey! Sollte man nachladen, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Was ist die Drohne? Mach die Drohne weg, fixet man. Kommt da eigentlich auch mal einer raus, oder? Wohnen die da? Ich habe ganz vergessen weiterzuzählen. Sind wir bei 6 müssen nur sein, ne? Müssen nicht mit Scharfschützen gewesen sein. Ja, kann irgendwas sein. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. Hier ist nichts. Suche
weiter. Oh, hallo. Fuck! Das ist nicht so. Scheiße, ja. Dass wir nicht hier sind. Vorsicht! Der Feind operiert in unserem Sektor. Tut er das? Böse Feind. Oh, ein schlimmer Finger, dieser Feind. Ich höre ihn rennen. Hallo? Na du? Wo willst du denn hin? Was? Habt ihr den jetzt ausgeschaltet, ihr dummen Idioten? Ärgerlich. Verflucht! Moin. Ich verschaff dir einen Überblick. Das war's mit dem Versteckspiel. Setz mich hin! Salla! Moment! Dich hat's übel erwischt! Bring ich hoffe, das zählt nicht als tot. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die plötzlich alle unter ihr, die vorher unter der Erde waren, rauskommen. Ich habe mich gerade ein bisschen gefühlt wie die Deutschen am D-Day. Alles okay. Ja, geil. Ich gehe in Deckung, Nomad. Du musst verarztet werden. Tarnung an. Triff sie dort, wo es weh tut. Und erstmal verarztet. Nicht schlecht. So. Ich hoffe, die haben jetzt nicht alle getötet. Das wäre echt schlecht. Ich habe das dumpfe Gefühl, die haben alle getötet. Na toll. Treffen. Ja. Oh, das war's. Nice. Damit sind wir auf Level 14. Nice. Geiler Scheiß.